Jo, moin meine Lieben, wir haben neue Infos zu Forza Horizon 4, mal schauen, was hier so abgeht. Ja, Turn 10 hat einen Stream rausgehauen und ein bisschen über das Spiel gequatscht. Die sind da in der Sommerzeit gefahren und jetzt kommt erstmal in den nächsten Wochen jeden Dienstag, glaube ich, ein Stream. Da gehen ja auch ein bisschen die Jahreszeiten durch. Ja, auf jeden Fall haben sie darüber geredet, es wird mehr Bodykits geben. Also, ihr wisst ja, in Horizon 3 haben sie ja den Breitbau und so weiter eingeführt. Es gab ja auch vorher schon für viele Autos für Tuning-Möglichkeiten mit Frontstoßstangen und so weiter. Aber auch Breitbau wird jetzt mehr dabei sein. Ungefähr 30 neue Bodykits wird es geben, unter anderem auch hier für den R32, wie ihr im Gameplay seht. Oder auch für den McLaren. Was ist das, der 720 oder P1? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall richtig geil. Sieht aus wie so eine Rennbolide dann. Werde ich natürlich mal gucken. Vielleicht, ich werde sowieso wieder viele Designs machen. Ich hoffe ja, dass man die Designs importieren kann. Aber das ist auf jeden Fall ein geiles Feature. Mit dazu kommt noch, dass man endlich Spurverbreitung machen kann. Viele kennen das vielleicht bei manchen Autos, wenn ihr da einen Breitbau drauf haut, stehen die Reifen auf einmal irgendwo da drin. Und das sieht aus, als würde das Auto fliegen oder was weiß ich. Ja, jetzt könnt ihr Spurverbreiterung drauf machen. Ein geiles Feature, was ich feier. Wird auch mal Zeit. Richtig geil. Und apropos Thema Designs nochmal, was ich gerade angesprochen habe, was ich ja mache. Man kann ja Häuser kaufen in Forza Horizon 4. Man wird zwar nicht in die Häuser selbst hineingehen können oder das Schloss, was auch immer. Es wird auch ein Schloss geben. Und wenn du das Schloss besitzt, bekommst du so eine Art Krone. Ich hoffe nur, dass das nicht allzu günstig ist. Warum? Weil sonst jeder das innerhalb von ein paar Spielstunden hat wahrscheinlich. 2-3 Mal Goliath mit 10 Runden oder so und man hat genug Geld wahrscheinlich. Ja, das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn direkt wieder jeder alles hat. Aber naja, ist auch egal eigentlich. Man wird also dementsprechend seine Autos jetzt auf dem Hof tunen. Sieht man ja hier, wie wo sie den E30 fertig machen. Was das Geile daran ist, ist jetzt für mich als Designer zum Beispiel die Belichtung. Ja, viele kennen es vielleicht aus Forza Horizon 3, ihr habt euer Auto lackiert in einem Dunkelrot zum Beispiel. Wenn ihr dann rausgefahren seid, war es noch dunkler zum Beispiel. Oder ihr hattet ein helles Rot und draußen sah es auf einmal auch wieder ganz anders aus. Also das war immer so eine Sache, das musste man immer ganz peinlich genau anpassen, damit das draußen dann vernünftig aussieht und in der Garage selbst sah es dann ziemlich behindert aus. Ja, und das ist auf jeden Fall dann weg damit. Man hat das Licht der Spielewelt und das ist einfach geil. Also für mich als Designer ist das optimal. Aber ich denke, mit den Spurverbreitungen ist vielen schon geholfen. Die gerne auf Stance tunen und so weiter. Allerdings muss dazu gesagt werden, fürs Erste gibt es die nur für 150 Fahrzeuge. Gut, so ein... Ja gut, Exoten. Ja, der eine Exot, der kann... Ja gut, bei manchen gibt es ja auch Breitbausätze und so weiter. Da passt es vielleicht, aber unbedingt... Muss es ja auch nicht bei jedem Auto sein. So ein Offroad-Bully braucht zum Beispiel keine Spurverbreiterung so wirklich. Ne? Aber ich denke mal, für die meisten Tuner hier, die man halt so kennt, die beliebten Tuning-Fahrzeuge, Skyline und so weiter, werden auf jeden Fall bestimmt diese Breitbau- bzw. Spurverbreiterungsmöglichkeit haben. Und solange der E36 das hat, reicht mir das auch persönlich. Nein, Spaß. Aber ich denke mal, viele werden da diesen Spurverbreitungseffekt nutzen können. Effekt vor allem, weißt du. Ja, worum die sich noch gekümmert haben, ist eine ganz lustige Sache. Man kann seinen Charakter jetzt anpassen. Du kannst ihn zwar nicht, wie bei GTA oder so zum Beispiel, jetzt hier das Gesicht formen oder so was. Aber es gibt verschiedene Kleidungsstile, die kannst du freischalten. Kannst deinen Charakter da kleiden mit Fake-Bart. Und es gibt sogar ein Hühnerkostüm, warum auch immer. Und ja, also... Für mich persönlich cooles Feature, sage ich mal so, aber jetzt nicht so von Belang, meiner Meinung nach. Ich bin da, braucht das nicht unbedingt. Denn es gibt jetzt auch Animationen. Da kannst du dir irgendwas auswählen, jetzt wie bei GTA, da machst du da nach dem Rennen eine Pose. Kennt man vielleicht teilweise aus Forza Motorsport 7 schon da, wo der Spieler dann da rumtanzelt. Nur da kannst du dann halt noch so komische Bewegungen machen. Halt ein bisschen so in die kitschige Richtung, aber ne, egal. Warum nicht? Warum nicht? Ansonsten gibt es erstmal nicht mehr viel Neues zu sagen. Natürlich die Spielwelt, ne, werden Tiere da rumlaufen, dies, das und jenes, ist alles ein bisschen lebendiger, die Wände sind zerstörbar und so weiter und so fort. Und bei Interesse könnt ihr euch den Stream ja gerne mal komplett anschauen, der ist in der Beschreibung. Und übrigens noch eine kleine Neuigkeit für euch, es gibt jetzt einen Discord-Server, den habe ich mal aufgemacht. Ich bin da noch nicht so familiär mit, aber ich habe erstmal einen aufgemacht.
Da könnt ihr gerne beitreten. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es auch verschiedene Gruppen für Forza und so weiter und so fort. Oder wenn ihr mal so mit mir schnacken wollt. Wenn ich Zeit habe, natürlich. Kann auch mal sein, dass ich da online stehe, weil ich das irgendwie vergessen habe und so. Und wenn ich nicht antworte, dann bin ich halt nicht am PC oder sonst irgendwas. Ne, aber wer Interesse hat, kann da gerne beitreten. Kostet ja nichts. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr abonniert, immer schön die Glocke aktivieren. Und ja, freuen wir uns auf Forza Horizon 4. Bald kommt ja auch die Demo. Das heißt, bald dauert noch ein bisschen, aber ich bin auf jeden Fall am Start. Und sobald es richtig geile Neuigkeiten gibt, bin ich auch am Start. Ihr verpasst also nichts dann, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Also dann, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel sagt auf Wiedersehen. Ciao.